Heute besonderer Tag für dich. Petco gegen Rest der Welt. Ich habe 5 Gegner für dich. Du spielst 5 Sätze. Die ATP-Jungs, inklusive mir, wir schimpfen ja immer, dass ihr noch Best of 3 spielt. Heute zeigst du der ganzen Welt, dass du fit genug bist, 5 Sätze zu spielen auf einem hohen Niveau. Ist ein interessanter Tag für dich. Kriegst 5 Gegner, musst dich jedes Mal auf einen neuen Gegner einstellen. Keine Ahnung, wer kommt. Ich habe auch keine Ahnung, wer kommt. Das heißt, kann ich nicht, gar nicht. Nee. Wir haben ja nicht gesagt, wer kommt. Also ja. Es geht immer irgendwann die Tür auf und der nächste Feind kommt rein und du musst ihn umhauen. Mein Plan ist es wirklich, schnell den Abschluss am Netz zu suchen, dass ich dann in 2,5 Stündchen. Auch wenn ich jetzt gnadenlos untergehen sollte, ich glaube, es wird mich unheimlich stark machen. Deswegen freue ich mich schon drauf und versuche natürlich, den ein oder anderen Satz nach Hause zu bringen. Come on! So, André, du machst den Anfang. Mhm. Petco ist jetzt noch frisch und noch 100%ig konzentriert, du hast ja diese taffe Aufgabe jetzt. Wie willst du taktisch rangehen? Taktisch rangehen, also wie gesagt, ich werde das Spiel von hier zerstören. Ja. Ich werde kurze Punkte geben, ich werde kurzen Slice anbauen, surfen, Volley spielen, alles was sie rausbringt, wird schwer für sie werden. Auf jeden Fall. Will ich sehen, ob das drauf ist. Ja. Yo, Gaby? Yeah. Okay, here we go. Come on, man. Yo, let's do it. So, can you turn, man? Yeah, man. I fucking love to. 6'6". You gotta make sure you put that ball in the open corner. My name is Caio. I'm from Brazil. I'm really motivated to play her because she's a good player. So I'm gonna try really hard every point, and I'm gonna show her how we play in Brazil. Christian, du bist für den konditionellen Part zuständig. Traust du der Andi 5 Sätze auf hohem Niveau zu? Traue ich ohne weiteres zu. Ich hoffe, dass kein Durchhänger hat, mental, aber körperlich ohne Probleme. Woran habt ihr am meisten gearbeitet jetzt in der Vorbereitung? Also am Anfang natürlich an der Grundlagenausdauer und jetzt die letzte Woche alles nochmal Schnelligkeit, das Ganze nochmal kompakt zu machen, stabilisieren. Das war's eigentlich und ein bisschen Spaß zu haben. Okay, Asha, you're about to play Andrea, 13 in the world, WTA. What are your thoughts on the match? I will try to do my best to play aggressive and try to just win, just focusing on winning. Okay, what is your strategy for the match? I will try to play like next a little bit, like more slice serves and heavy to the backhand. Okay, ready for Andy? Yes. Here we go, come on. Ja. Okay. Wenn ich gewinne, schmeiße ich erstmal auf den Boden, weil gegen die Andi gibt es eh nur ein Gas und das ist Vollgas. Try to make the first serve and to play heavy to the backhand and just play the best you can and you win. Come on, let's go. Yeah, good luck, man. WM? Das ist.
gucken am Rücken. Schade, dass ich heute als Letzter dran bin. Wird sie leider heute nicht mehr als ein, zwei Spiele machen, habe ich so ein Gefühl heute. Ja, leider hat sie leider schon vier Matches vorher und das ist halt bitter für sie. Louis, ich bin nicht zu aggressiv, dann pusht sie sich echt, weil ich muss halt viel spielen. Nicht zu schnell.